Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf dem Motorola Edge 40 Neo einen Screenshot auslösen könnt, also eine Aufnahme des kompletten Displays. Die wahrscheinlich gängigste Methode ist hier über die Seitentaste gleichzeitig zu drücken mit der Lautstärke-Leiser-Taste und schon entsteht ein Screenshot. Wie ihr wahrscheinlich gehört habt, hier unten ist dann so eine kleine Vorschau, die können wir gleich bearbeiten, teilen, wieder wegschmeißen. Und diese befindet sich jetzt in unseren Fotos, da gehen wir einmal drauf, hier ist erstmal nichts. Aber wenn wir hier unten rechts auf Galerie klicken, haben wir hier unsere Screenshots. Hier können wir dann auch gleich zuschneiden, zeichnen, markieren, bearbeiten, teilen und so weiter oder löschen. Die zweite Möglichkeit ist das Rauflegen von drei Fingern gleichzeitig. Dann löst sich ebenfalls ein Screenshot aus. Ups. So, macht es mal nochmal. Dann haben wir noch die Möglichkeit des Scrolling-Screenshots. Und zwar, wenn wir jetzt mal auf so eine längere Seite gehen. Hier mal irgendwie über Google. Und hier einen Screenshot auslösen. Können wir hier unten klicken. Und dann wird die ganze Seite aufgenommen. So können wir eben ganze Artikel aufnehmen und müssen dann nicht irgendwie 3, 4 einzelne Screenshots machen, sondern können eben die ganze Seite aufnehmen und hier auch auf Stopp klicken. So, und wenn wir uns das jetzt mal in der Galerie anschauen, haben wir hier eben diesen super langen Screenshot, wo wir auch so ranzoomen können und dann eben alles gleich auf einen Blick haben. Ich hoffe, dieses Video zum Thema Screenshot auf dem Motorola Edge 40 Neo hat euch gefallen und geholfen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!